Elektrolyt Störungen von Natrium, Hyponatremie und Hypernatremie. Hier so spielt vor alle Mechanismen der ADH-Resistenz und ADH-Überaktivität eine wichtigste Rolle. ADH-Resistenz Wasserverlust, ADH-Überaktivität Wasserretention. So kann Natrium, so das kann aufgrund Natriumverluste sein oder Natriumbelastungen sein. Natriumverluste, das heißt bei Erbrechen, Diarrhöhe, bei Diuretikagabe, Natriumbelastungen bei vermehrter Zufuhr. So, Natrium spielt eine große Rolle bei der Osmolarität. Das ist so indirektes Maß bei der Osmolarität und Flüssigkeitsverschiebung zwischen intra- und extrazellularraumen wird durch osmotische Gradienten bestimmt. Das heißt, wenn Serum Natrium hoch ist, Flüssigkeitsverschiebung wird von intra nach extra-Räume und das verursacht Zerschrumpfung. Und wenn Serum Natrium erniedrigt, dann Flüssigkeitsverschiebung von extra nach intra und das verursacht Zerschwellung. Und Zentralneuralsystem reagiert empfindlich bei diesen Schnellveränderungen der Osmolarität. So, Hyponatremie bedeutet Natrium unter 135 Millimoliter. Hypernatremie bedeutet Natrium über 145 Millimoliter. Erstmal sprechen wir über die Ursachen von Hyponatremie. Das kann hypervolemisch sein, hypovolemisch sein und normovolemisch sein. Hypervolemisch mit ohne Natriumverlust. Wasservergiftung, also dazu gehören Herzinsuffizienz, Leberzirrhose, nephrotisches Syndrom, in diesem Fall Urin-Natrium-Konzentration unter 30 Millimoliter. Chronischer Alkoholismus kann sein, seltene Hypothyreose kann sein und psychogene Polydipsie kann sein als Ursache. Dann hypovolemische Form mit echtem Natrium- und Wasserverlust. So dazu gehören renal- und extrarenalen Ursachen. Renalursachen, so Urin-Natrium-Konzentration über 30 mmol und kann sein Diuretika, insbesondere Thiazide als Ursache, Nebenniereninsuffizienz oder Salzverlust, Zerebralsalzverlustsyndrom oder Renaltubularacidose. Als extrarenal Ursachen Erbrechen, Diarrhöhe, Peritonitis, Pankreatitis. In diesem Fall Urin-Natrium-Konzentration unter 30 Millimoliter. Dann Normovolemie. Ja, und normovolemische Form, ADH-Vermieter, Schwarz-Walter-Syndrom, also dieses Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion. So, bei Hypernatremie, das bedeutet Natrium über 145 als Ursachen, das kann auch hypovolemisch oder hypervolemisch sein. Hypovolemisch, das kann bei Wasserverlust ohne Natriumüberschuss, das bedeutet bei Exsikkose als Extrarenalfieber, Schwitzen, Verbrennungen, als renal bei Diabetes insipidus, osmotische Diurese, das bedeutet bei Hyperglykämie, bei Magnesiotherapie, gastrointestinal-wässrige Diarrhöhe. Iso- oder hypervolemisch, das ist bei Natriumüberschuss und kann sein bei gesteigerter oraler Natriumzufuhr, Trinken von Meerwasser oder iatrogenübermäßige Gabe von Natriumchlor, Primärhyperaldosteronismus, Funktionsstörungen des Hypothalamus. So, Eissymptome manchmal kann asymptomatisch sein, aber leichte Symptome, Übelkeit, Kopfschmerzen bis Verwirrtheit. Schwere Symptome, Erbrechen, Koma, schwere Bilanzstörungen und kann Auftreten von Krampfanfällen sein oder kardiopulmonale Dekompensation sein. Ja, als Diagnostik im Blut soll man immer Serumnatrium bestimmen, Hämatokrit, Serumosmolarität, Kreatinin und Harnstoff. Bei Urin soll man gucken, bei Hyponatremie zum Beispiel, Urinosmolarität, wenn unter 100 Milliosmoliter, dann das bedeutet am ehesten bei Polydipsie. Wenn Urinosmolarität über 100 Milliosmoliter, dann sollen wir weiter Urinnatriumkonzentration gucken. Wenn Urinnatriumkonzentration unter 30, das bedeutet bei Hypervolemie, kann das bei Herzinsuffizienz, Leberzirrhose, nephrotisches Syndrom sein. Bei Hypovolemie, bei gastrointestinalen Verlust. Wenn Urin-Natrium über 30 Millimoliter, das kann bei Diuretikeinnahme, bei chronischer Niereninsuffizienz sein. Und wenn Urinosmolarität hoch von Plasmaosmolarität, das ist Zeichen von CADH. Und dann gucken wir weiter Urinuntersuchung bei Hypernatremie.
Ja, und Untersuchung bei Hypernatrium und Osmolarität, wenn über 800 Milliosmoliter Kilogramm das Zeichen von extrarenaler Wasserverlust, wenn Urinosmolarität unter 800 Milliosmol pro Kilo das Zeichen von renal Wasserverlust. Wenn das ist von extrarenales Wasserverlust Zeichen, sollen wir weiter Urinatriumkonzentration gucken. Wenn das ist so unter 30 Millimoliter, das ist Zeichen von Gastrointestinalverlust. Wenn über 60 Millimoliter, das ist echte Salzüberladung. So, bei Therapie immer soll man vorsichtig sein bei schneller Steigerung und Senkung des Serumnatriums. Bei schneller Anstieg kann Pontine, Zentralpontine sein, bei schneller Senkung Hirnnöte. Das kann Hirnnöte verursachen. Deswegen Maximum 6-8 Millimoliter je 24 Stunden sollen wir machen. Bei Hyponatremie-Therapie sollen wir so bei hypovolemischer Hyponatremie Infusion isotoner Kochsalzlösung, bei normovolemischer wie hypovolemische isotone Kochsalzlösung, aber gleichzeitig Trinkmengenbeschränkung auf 500, 800 Milliliter von 24 Stunden und Beseitigung der auslösenden Ursache. Bei hypervolemischer Trinkmengenbeschränkung auf 500 Milliliter für 24 Stunden. Oder Furosemid zur Wasserausscheidung erwägen und gleichzeitig Hypokaliämie-Risiko achten. Und bei Notfällen beim Hyponatremie mit schwerer Symptomatik bei Hyponatremie vorsichtige Gabe von Hypertoner-Kochsalzlösung mit Natrel 3% unter engmaschiger Kontrolle. Und bei Hypernatremietherapie, wenn das ist hypo- oder normopolemisch, halbe Isotonerlösungen, Natrel 0,45% zum Ausgleich des Volumendefizits, wenn das ist hypervolemisch, Furosemid mit 5%iger Glukoselösung.